So, kannst du gut sehen? Ja. Guten Morgen. Sie liebt das immer, wenn sie hier den Kamin gucken kann. Das ist wie Fernsehen gucken. Und jetzt war ja schon wieder so schönes Wetter. Und jetzt ist wieder kühl. Deswegen haben wir den heute wieder angemacht. Genau, die Maus, die hat halt so was Süßes an. Schaut euch das mal an, die mit so Rüschen. Und hier sind Rüschen. Ganz toll, das sind die neuen Sachen, die passen jetzt. Also das Größe 74 und das passt tatsächlich schon. So. Ja. Na, du bist schon ein ganz großes Mädchen geworden. Ja. Ganz großes Mädchen. Und Latz. Haben wir gestern noch Zuschauerpost bekommen, ganz viele Lätzchen, weil sie so viel sabbert. Ja, und es ist Freitag. Es besteht uns wieder ein langes Wochenende bevor. Ich freue mich total. Bernd hat um 13 Uhr Feierabend und er hat das ganze Wochenende frei. Seinem Auge geht es schon etwas besser. Er hatte ja, das war voll das Missverständnis. Es tut mir leid, dass ich für Verwirrung gesorgt habe. Ich habe euch erzählt, dass es eine Bindehautentzündung. Und dann habt ihr alle geschrieben, dass es ansteckend, aufpassen mit der Maus und so. Danke, dass ihr da so aufpasst und uns Hinweise gegeben habt. Es ist aber ein Gerstenkorn. Es ist keine Bindehautentzündung. Ich hatte das verwechselt, wie auch immer. Entschuldigung, es ist ein Gerstenkorn. Und es schwillt schon ab. Der Bernd sieht schon wesentlich besser jetzt wieder. Also er sieht besser und er sieht besser aus wieder. Es sieht vernünftiger aus. Genau. Und ja, was ist der Plan fürs Wochenende? Ich werde heute auf jeden Fall ein Roggenbrot backen. Ich habe ja gestern den Sauerteig angesetzt, dann kann ich das heute backen. Calvino macht sich gerade im Hintergrund einen Shake. Der hat gerade Pause von seinem Homeschooling und er freut sich mega aufs Wochenende. Und was machst du dir für einen Shake, Calvino? Bitte was? Was machst du dir für einen Shake? Wieder After Eight. After Eight, genau. Da hat er nämlich gestern noch gesagt, er hätte so Lust, mal in die Eisdiele zu gehen und einen After Eight Milchshake zu trinken. Aber ja, ist ja alles nicht so einfach im Moment. Gelle, das wissen wir ja alle. So, Mausi. Und was machen wir jetzt? Hm, du willst krabbeln? Ich halte dich mal fest, sonst bist du gleich hier unten, ne? Nein, ich halte dich fest. Oh, ist das schön, ne? Ja. Erzähl du mal. Was macht der da noch drauf? Ja. Da lachst du? Da lachst du? Ja? Oh, was macht der sich da alles drauf? Kommt jetzt bestimmt auch Sahne, ja. Der sieht schon schick aus, ne? Schick! Noch ein bisschen konnte schmecken. Ja? Soll ich dich mal ins Tragetuch einbinden, Molly? Hm? Was meinst du? Was meinst du? Etty. Ja, die ist so hart, ne? Komm jetzt raus. Da auch kommt. Yeah. Ach, Etty. Ja. Er mag das Geräusch nicht von Geh mal auf den Platz. Geh mal auf den Platz. Mama, sitz. Warte. Das war ekelig. Okay. Macht aber für ein Tsch, leckt er das wohl auf. Ich glaube, das ist erfolglos. Kommen da auch noch Schokostreusel drauf? Ja, hast du dein Spielzeug in der Hand? Super. Ja, super. Wow. Ja. Hier. Oh, freust du dich auch schon aufs Wochenende, ne? Ja, schön mit dem Papa kuscheln und mit dem Calvino. Ja. Oh, du schaffst es. Fast im Mund gesteckt. Fast. Ja, super. Ja, super. Hm? Ja. Erzähl mal. Oh, ist das anstrengend, ne? Du schaffst es. Ja, 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 ja. Sie will sich das immer zum Mund führen. Das braucht große Konzentration, ne? Ja, super. Ja. Und ich habe gerade ein Einhornhautsocken an.
Damit soll man aufpassen mit dem Laufen, stand extra dabei. Okay. Wegen Rutschgefahr. Die sagt, er hat die Haare schon am Popo. Und ich probiere erstmal einen aus, weil ich Angst habe. Ich habe da mega Respekt vor, dass es weh tut, falls es wirkt. So, und was wollte ich euch sagen? Genau, für die Stillzeit, bevor Kommentare kommen. Ich habe extra gefragt, ich darf es nehmen in der Stillzeit. So, jetzt haben wir endlich langes Wochenende. Oh, was hat der Bernd mitgebracht? Ich zeige euch das. Bernd war nochmal in der großen, weiten Welt, wollte eigentlich Spargel kaufen. Wie kommen wir denn zu Erdbeeren? Na, Stand. Ein Stand, genau. Dann gibt es einmal Hela-Ketchup, dann gibt es einmal Rettich zum Knabbern, beim Frühstück wahrscheinlich am Sonntag. Ja. Der Etti kriegt jetzt ein Stück Rettich? Damit er nicht gerne morgen herum Rettich. Das vordere Stück ist so eben, also. Oh, mag er Rettich? Ja. Er mag alle. Er sagt, er ist ein Omni. Möhrchen hat er auch schon gegessen. Er ist ein Omni-Biegel. Dann gab es die nochmal. Die ja, die beim Angebot war nur noch eine da. Okay. Und die habe ich auch gesehen, dass die Martha, also die auch von Marti und Fam, den YouTube-Kanal, so. Die den haben, die haben die auch gegessen. Ja, und zumal esse ich die ganz gerne. Ja. Eine am Tag. Ne, du isst schon, wie viel isst du? Zwei die Woche? Ja. Dann wollte der Bernd mal einen Tortellini-Salat machen. Hast du einmal Spinat Ricotta und einmal Käsetortellini? Ja, weil wir haben ja immer irgendwelche Salate so nebenbei, nicht immer, aber oft. Entweder Kartoffelsalat oder Nudelsalat. Und deswegen gibt es einmal Tortellini-Salat. Ab auf deinen Platz. So, weiter geht's. Zweimal Spargel. Ja, Erdbeeren habe ich gezeigt. Ah ja, okay. Genau, und zweimal Spargel, weil morgen gibt es Spargel und ich habe jetzt auch schon gekocht. Oh, das muss ich runterstellen. Das ist nämlich unser Hähnchen-Kartoffelauflauf, der nach Hähnchen schmeckt, aber ohne Hähnchen ist. Der ist richtig lecker. Einmal für Calvino. Oh, jetzt seht ihr nichts. Wie immer. Für Calvino die kleine Auflaufform. Weil der mag nicht die Zwiebeln da drin und für uns die große. Und das essen wir zwei Tage. Und jetzt wasche ich mir immer ganz wacker meinen Fuß ab, bevor der abfällt. Das sieht wirklich schon besser aus, dein Auge. Ja, die aber anders, wenn da... Weiß ich auch nicht, wenn mein Auge raushängt. Nein, das hängt nicht raus. Bernd kriegt jetzt Eiswürfel. Ich sage ihm immer, er soll kühlen. Zwei sind das. Ich sag immer, er soll kühlen und er sagt immer nein. Ja, nein. Jetzt kühle ich, dann jetzt tränt das wie ein. Ja, aber das ist schon wirklich wieder schmaler geworden. Ja, aber noch nicht durchs Kühlen. Ich habe ihn einmal dran gehalten gerade. Ja. Klar durchs Kühlen. Ich habe einen Tinnitus, es piept im Ohr. Tinnitus im Auge, ich sehe nur Pfeifen. Smurfy, bring mal her deinen Ballon. Das ist ein Ballon aus der Werbebox heute. Ja, ich bin gerade auf der Kinder Suche nach Essen. Die Kinder sind zu begeistern mit Ballons. Mit Ballons. Große, klein, selbst ja. Hier und sein großer noch. Ich habe mir gerade Brot in den Toaster geschmissen und mir jetzt noch was zu essen machen. Das wollte ich in der Community helfen. Mal eben helfen. Dem muss ich nicht helfen, da kommt da dran. Ich muss wieder aber. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, zeig mal, wie du den vorsichtig hochheben kannst. Früher wäre der schon kaputt gewesen, ne? Ja, dann hat er sich ein paar Mal erschrocken. Jetzt nimmt er den immer an dem Nussel. Komm her. Also ja, komm her. Warte. Warte. Ja, warte. Hier, dann nimm ihn. Ganz vorsichtig nimmt er den und dann petzt er den so. Der mag das, wenn er rechts und links an den ja. Mag es schlackern. Ja, fein. Oh, was hast du da? Was hast du da? Dann darf ihr euch zu weit aufblasen, dann soll die dann nicht kaputt. Dann ist der Nussel nicht groß genug. Er spielt Fußball, er macht so bitte Pfoten, so tisch, tisch, tisch. Freut ihr, wenn der Sportplatz wieder aufmacht? Nasenspray, ja. Bitte. Nasenspray, ja. Jetzt hat er das verpasst. So. Siehst du, das sieht jetzt schon doch wieder besser aus. Das schwillt richtig schön ab, mein Schatz. Das sagst du nur, weil du es sagen musst. Nein, das sage ich nicht nur deswegen. Dann suche ich mir auch mal was zu essen hier. Warum muss ich das denn sagen? Meine Frau.
Warum ist denn alle Möhren noch da drin? Will der Essi die nicht haben? Er wird die bestimmt nehmen, der Essi. Er denkt jetzt, ich hole ihm hier was zu essen. Abendbrot. Er guckt schon ganz aufgeregt. Guck mal, wie er guckt da. Nein, habe ich noch nicht. Jetzt können wir mal Fritz Murphy auftauen. So. Ja, Mora. Ja, das kriegst du jetzt. Tiefgefrorenes Essen. Tanzi, die Maus. Ich habe eine Mission. Den Wäschekorb nach oben bringen und ausräumen die Wäsche. Und die Badewanne schon mal anmachen. Denn, ja, der Wasserdruck ist immer noch nicht gut. Ich hatte euch in einem Video erzählt, dass hier sogar extra jemand war und hatte geguckt und so. Aber keine Ahnung, warum auch immer. Es ist alles auf volle Pulle aufgedreht. Und trotzdem haben wir mini, mini Wasserdruck. Also, wenn man sagt, man möchte baden gehen, muss man das rechtzeitig anmachen, sonst dauert das zu lange. Genau. So. Fürchterlich ist das, ich zeig's euch. Da, das ist das Maximale. Mehr Wasserdruck gibt es nicht bei uns. So, und ich bereite hier jetzt alles vor. Die Maus geht nämlich baden. Mausewaschtag. So. Und die Wäsche eben wegräumen. Ich habe schon notiert, ja, einen neuen Schlafanzug. Und das ist Größe 68 und passt ihr schon. Ich zeige euch, schaut mal. Das ist hier so mit so einem kleinen Hase. Ich habe erst gedacht, wenn sie den anhat, nicht, dass der Smurfy ihr den dann so abfetzen will, aber es geht. Macht er nicht, er ist ganz artig. So. Hört ihr den Bernd singen? Er singt der Maus Lieder. Büro. Hier sieht es aus. Jetzt, wo wir sagen oder gesagt haben, dass wir nächstes Jahr auswandern, haben wir gesagt, lohnt sich das gar nicht, das jetzt hier alles auf den Dachboden zu schleppen, sondern wir wollten da mal durchgehen. Sachen, die jetzt hier oben sind, seitdem wir hier umgezogen sind, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Hier so ein Fotoalbum. Das haben wir seit Jahren rumstehen. Das ist leer. Da ist nichts drin. Und wir sagen immer, wir befüllen es. Aber eigentlich braucht man es nicht. Und deswegen haben wir gesagt, muss nochmal radikal ausgemistet werden und minimalisiert werden, bevor wir auswandern. Umso weniger Zeug haben wir im Schlepptau. Und das wollen wir halt bald machen. Genau, ja, ich mache jetzt hier noch zu Ende die Wäsche und dann würde ich mich auch verabschieden von dem Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.